Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute gibt's mal ein Video zu The Owl House und wir beschäftigen uns mit dem Goldenen Wächter bzw. mit den Grimmwandlern. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Ja, dann starten wir los. In der Vergangenheit gab's einige Goldene Wächter, die unter Imperator Bellos dienten. Sie hatten immer eine Sonderstellung im Imperatorzirkel und Hunter zum Beispiel wurde dafür von Kikimura oder Lilith ziemlich angefeindet. Über die Geschichte der Grimmwandler oder über den Titel des Goldenen Wächters ist leider jetzt nicht ziemlich viel bekannt. Wir wissen allerdings, dass der Goldene Wächter immer wieder eine Art Klon von Philipps Bruder Caleb ist. Diesen hatte Philipp ja ermordet und ich vermute, dass er aus Reue begonnen hat, ihn zu klonen. Beziehungsweise ist Klonen das falsche Wort, ein Grimmwandler wird nämlich gebaut. Und es gibt ein paar Zutaten für den Bau, von denen wir wissen. Zum Beispiel wird ein Galdorstein als Herz bzw. als Energiequelle verwendet. Man benötigt auch jenes Holz, welches verwendet wird, um vertrauten Tiere zu schnitzen. Außerdem benötigt man noch die Lunge eines Steinschliefers, die Lungen eines Silkidomus und den Knochen eines Ortlet. Ich hoffe, dass ich das irgendwie richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, tut's mir leid. Wenn man versucht, einen Grimmwander zu erschaffen, taucht dieser aus dem Boden auf. Irgendwann, nachdem Philipp zu Bellos wurde, begann er damit, Grimmwandler zu erschaffen. Allerdings variierte die Ähnlichkeit zum Originalvorbild immer wieder. Unter anderem dürfte aber auch der Collector hin und wieder mitgeholfen haben, einen Goldenen Wächter zu erschaffen. Die Goldenen Wächter sollten ihn immer treu unterstützen, sein Zirkelsystem umzusetzen. Allerdings hat vermutlich so ziemlich jeder Goldene Wächter, den er erschaffen hatte, irgendwann begonnen, die ganzen Sachen zu hinterfragen und sich irgendwann auch gegen Bellos zu stellen. Und in diesem Fall vernichtete er diese. Es gibt hier zum Beispiel auch einige Szenen, wo man die Überreste der vergangenen Goldenen Wächter sehen kann. Bellos erwähnte auch einmal, dass Hunter seinem Originalvorbild Caleb am ähnlichsten sieht. Außerdem ist Hunter der einzige Goldene Wächter bzw. Grimmwandler, von dem wir wissen, der sich gegen Bellos gestellt hat und überlebt hat. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!